Dass ich seit einem Monat keine Bäume mehr gesehen habe. Mein Herz geht richtig auf, wenn ich das hier sehe. So schön. Nee. Gestern war ich noch richtig nervös und traurig, dass ich aus Ulan Bator weg musste. Weil ich wollte einfach richtig gerne in der Mongolei bleiben, hatte da Freunde gefunden. Ich habe mit diesem James zusammen gewohnt, der mir den Job besorgt hat als Lehrer. Und wir haben uns einfach richtig gut verstanden. Richtig, genau dieselben Interessen, er war richtig lustig. Und dann war ich voll traurig, dass ich los musste. Als ich mich gerade eingelebt hatte, habe ich da mit den anderen Freunden getroffen, die ich da gefunden habe. Die von Silvester. Fand den Job gut, den ich hatte. Aber jetzt freue ich mich so, hier zu sein. Das ist richtig Hammer. Es ist einfach so schön, wieder Bäume zu sehen. Und so. Keine Ahnung, ich find's richtig gut hier. Jetzt schon. Es sieht total schön aus mit den Bergen und dem Meer. Und ich mag, wie sich die Metro, die U-Bahn-Haltestellen anhören. Die Leute sehen gesund aus. Wetter ist gut. Alles ein bisschen Hightech-mäßig, aber trotzdem irgendwie mit Natur. Richtig geil hier. Und jetzt gehe ich auf jeden Fall zu diesem Vorstellungsgespräch. Das war später, wie ich das bekommen habe. Hier sind es ungefähr 0 Grad und es ist so schön warm. Der Wind tut gar nicht weh, wenn man ihn abkriegt. Fühlt sich einfach gut an, wenn man den Wind ins Gesicht kriegt. Ist schon mal ganz gut gelaufen. Ich weiß nicht, ob sie mich einstellen, weil ich halt ganz sicher nicht länger als 3 Monate bleibe. Das muss ich ihnen ja sagen, wegen dem Visum. Deshalb wollen die das eigentlich nicht, weil die eigentlich einen für ein Jahr suchen, aber vielleicht klappt es trotzdem. Ach ja, und die Chefin hat gesagt, dass wenn ich will, dass ich heute Nacht bei ihr schlafen kann. Obwohl ich gar nicht gefragt habe. Einfach gesagt so, und wo, weißt du denn überhaupt nicht, wo du hin willst? Und dann kannst du ja zu mir kommen. Voll nett. Ich glaube, ich liebe Korea. Ist einfach so original. Überall viele kleine Läden, viele Restaurants und halt richtig koreanisch, aber auch sortiert. Und irgendwie sind alle Menschen übertrieben stylisch angezogen. Also so modelmäßig irgendwie. Immer mit so, so Hipster gemischt mit Model. Okay, hier irgendwo sollte die Schule sein, für die ich das nächste Interview habe. Sieht irgendwie nicht danach aus. Ganz schön dunkel. Ich habe eine Blasenentzündung und fühle mich schrecklich. Abgesehen davon bin ich auf dem Weg zur Arbeit. Okay, den Job doch nicht bekommen. Gesagt, dass sie das zurücknehmen, weil es zu riskant für die ist. Kann ich verstehen. Hätte ich auch gemacht. Haben aber gesagt, dass ich trotzdem zum Kochkurs kommen kann, was echt cool ist. Jetzt muss ich mir irgendwie einen anderen Job finden. Jetzt war ich gerade in einem Gasthaus, hatte ein Vorstellungsgespräch als Volunteer, also Freiwillige. Einfach, damit ich einen Platz zum Schlafen habe. Die haben schon 2 Freiwillige, die da arbeiten, obwohl die eigentlich schon einen brauchen. Aber ich habe gesagt, dass ich vielleicht ein Video machen kann oder so. So ein Musikvideo zum als Werbung. Und die Frau war auch echt nett, also vielleicht sagt sie ja. Blasenentzündung ist schon besser. There's another tip. When you cut the gimbap, when, you know, the rice can stick to the knife and, you know, it can crush your gimbap. So when it happens, make the knife wet with water. Just cold water. Yeah, okay. Yeah. Ich bin gerade auf dem Weg, um so eine Pizzeria zu finden, bei der ich ein Vorstellungsgespräch habe. Und es fühlt sich immer noch an wie Sommer, selbst abends. Obwohl das eigentlich hier genau dieselben Temperaturen sind wie in Deutschland. Nur weil ich davor in der Mongolei war, denke ich mal. Und weil hier auch immer blauer Himmel ist.
Okay, keine Ahnung, ob ich das schon erzählt habe, aber ich habe den Job bekommen. Und der ist der Hammer. Wirklich. Das ist vielleicht der beste Job, den ich jemals hatte. Vielleicht doch, ja doch. Super cool. Wir können dann die ganze Zeit essen, also mittags, und das selber kochen und haben einfach richtig viele Freiheiten, voll wenig zu tun. Aber halt nicht zu wenig, so nicht, dass einem richtig langweilig ist. Das ist echt mega gut und alle da sind auch voll nett. Jetzt bin ich gerade auf der Suche nach einem Wohnplatz, weil ich vorhabe, hier länger zu bleiben. Also einen Monat oder so. Und ja, ich treffe mich jetzt mit einem von Couchsurfing. Vielleicht, um den zu fragen, ob ich vielleicht so bei dem einziehen kann. Aber dann halt auch was von der Miete bezahle. Und ansonsten habe ich auf Airbnb geguckt und da war so ein Hostel. Und ich hab, also das ist mehr wie so ein, nein, man hat halt so einen winzig kleinen Raum mit einem Bett. Und ja, kann dann aber halt da wohnen. Und die meinten, dass ich da, das ist eigentlich 200 im Monat kostet, 200 Euro, aber für 150 könnte ich das bekommen, wenn ich halt ein bisschen mithelfe. Und das wäre auch richtig gut, also mache ich, denke ich, entweder das eine oder das andere. Und jetzt versuche ich gerade den Couchsurfer zu finden, was sehr schwer ist, weil ich kein Internet habe und keine Telefonnummer. Oh Mann, voll weihnachtlich hier, voll schön. Ja, auf jeden Fall mache ich das jetzt. Und, ach ja, ja. Eine Sache wollte ich noch erzählen, die ist gestern passiert. Das war so witzig. Richtig krank. Ich war in einem Hostel, hab da geschlafen. Und dann auf einmal, in der Nacht bin ich halt aufgewacht von so einem Krach. So einem Knall. So ein dumpfer Knall. Und dann guck ich so, was ist das? Liegt da so ein Typ auf dem Boden. Und denke ich so, gut, ist halt besoffen nach Hause gekommen. Und dann rafft er sich auf und torkelt zu so einem Bett, wo halt einer drin geschlafen hat. Und dann hat er einfach angefangen zu pinkeln. Einfach auf den drauf gepinkelt. Ich konnte es nicht fassen. Und er ist einfach, es hat sich herausgestellt, dass er davor einfach geschlafen hat. Einfach in seinem Bett geschlafen, ist aufgestanden, wahrscheinlich ziemlich betrunken und dann dahin gegangen. Um auf den drauf zu pinkeln. So, ich bin gerade mega stolz, dass ich es wahrscheinlich tatsächlich pünktlich zur Arbeit schaffe. Weil ich gerade hier das Haus verlasse und ich habe vielleicht 35 Minuten. Die Zugfahrt dauert 12 Minuten. Der Gehweg von der Brüsselschleder dauert auch so 15. Könnte klappen. Ich kann es nicht fassen. Und das wird vielleicht 3 Stunden Schlaf. Und ich fühle mich auch echt fit. Ihr werdet nicht glauben, was gestern passiert ist. Es war so krank. Wirklich, also. Ich war in der Pizzeria. Und dann habe ich halt so mit Dominik, dem Chef, darüber geredet. Ja, keine Ahnung, was ich halt am Abend mache, wo ich schlafen soll und so. Habe das so ein bisschen, ja, halt gesagt, dass ich schon was finde. Und dass ich mal gucke, ob ich bei diesem Couchsurfer übernachten kann. Oder, ja, keine Ahnung. Habe das irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen vermieden, gewissermaßen. Weil, naja, ich wusste halt wirklich überhaupt nicht, wo ich schlafen soll. Und dann habe ich so gesagt, ja, dass ich eigentlich voll gern feiern gehen würde. Und dann meinte er so, ja, ich auch. Aber, was trinken gehen. Und dann wusste ich halt nicht, was ich sagen soll, weil der war, naja, ich wollte halt nicht unbedingt mit dem gehen. Und dann war das so voll komisch, weil wir halt beide dasselbe gesagt haben, aber nicht gesagt haben, dass wir zusammen gehen wollen. Und, dann haben wir das halt nicht mehr angesprochen und abends habe ich dann diesen Couchsurfer gesucht, habe den dann gefunden, Evan. Und dann kommen wir so in diese Bar rein und die erste Person, die ich sehe, ist mein Chef. Und ich denke so, wie kann das sein?
Wie kann das sein? Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Bars hier sind. Das ist richtig unmenschlich, dass der da drin war. Und dann war der halt auch den ganzen Abend da. Also so bis, weiß ich nicht, 4, 5 Uhr morgens, bis wir da halt auch verschwunden sind. Konnte ich nicht fassen. Am Ende war der auch mega voll. War mir richtig unangenehm. But like, it's different. You can only connect like and watch it on your phone or something, I think. Oh, I see. But no, it's connected now. You are filming now. What? You shouldn't make the video in the restaurant. No, I shouldn't. But there are no guests here. Bin jetzt fertig mit der Arbeit für heute. Bin immer noch nicht müde. Keine Ahnung wieso. Es hat einfach Hammer Spaß gemacht. Die Arbeit macht echt richtig Spaß da. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg zu meinem potenziellen neuen Zuhause. Und ja, ich habe halt so ein bisschen gesucht im Internet, verschiedenen Leuten geschrieben auf verschiedenen Plattformen, die halt irgendwie sowas anbieten. Und dann habe ich jetzt eins gefunden, was mir ganz gut gefällt. Und das Kranke ist, dass der ein Franzose, mit dem ich arbeite, Loic, da wohnt, hat sich herausgestellt. Echt lustig. Und ich bin gerade einfach nur mit meiner Zahnbürste, meinem Personalausweis und meinem Geld unterwegs. Was anderes habe ich nicht dabei. Wechselunterwäsche auch noch. Weil ich habe keinen Bock, meinen Rucksack die ganze Zeit mitzuschleppen. Der ist hammerschwer. Hatte ich auch gestern nicht. Der ist halt die ganze Zeit bei der Arbeit. Also, es geht klar.